mein Name ist Markus Nickel. Ich bin der Inhaber der Olle-Grobst-Manufaktur in Hötensleben. Und wir haben eine Streuobstwiese unter anderem, beziehungsweise andere Wiesen, Obstwiesen und verarbeiten und bearbeiten und bewirtschaften das, die Flächen. Und haben sozusagen verschiedene Obstsorten von Quitten über Pflaumen, Apfel, Birnen, häufig ältere Sorten im Anbau. Und diese verarbeiten wir dann auch zu leckeren Produkten wie Säften, Obstwein zum Beispiel, also sortenreine Obstwein, Sirup zum Mischen mit Mineralwasser zum Beispiel, einige bestimmte Obstsorten ab und an mal als kleine Charge Brand verarbeiten. Ja, und das ist so dieses Ganze. Dann haben wir hier unsere neueste angepflanzte Wiese. Das ist so vor ca. 3 Jahren gepflanzt. Ist mit dem Ziel gepflanzt, zu sagen, man war auf 3x3 und 4x4 Meter Abstand, dass man sagt, man hat so eine Richtung Halbstamm später mal. Ja, daraufhin werden die sozusagen erzogen. Hier zum Beispiel haben wir eine Böllweiler Birne. Das ist eine Mischung zwischen Vogelbeere und Birne. Und da ist es so schon letztendlich, die Bäume haben schon 2x Schnitt bekommen. Hier wird das Ziel, eine Öschbergkrone zu machen. Das heißt, man hat einen Stamm und eine Stammverlängerung, die sozusagen immer die oberste Spitze ist. Damit auch die stärkste Wuchskraft bekommt. Jetzt habe ich hier 4 schöne Astansätze, die herauskommen auf verschiedenen Höhen. Damit halt nicht alle später, wenn die Äste größer sind, auf einer Höhe, dann brechen die alle raus, wenn die auf einem Punkt rauswachsen sozusagen. Deswegen verteilt, also in der Höhe ein bisschen schräg angesetzt und schön verteilt in alle Richtungen, damit wirklich die eine starke Wuchskraft bekommen. In dem Fall ist es dann so, dass ich sage, okay, ich mache einen kleinen Anschnitt irgendwie, dass ich sage, okay, oben die Spitze, ein bisschen Schub geben. Und hier die nehme ich, indem ich sage, okay, ich mache genau das hier auch, dass ich sage, ich habe alle 4 auf gleicher Ebene, nehme eine Knospe, die nach außen geht, gehe einfach ein bisschen ran. Ich sage, okay, gleiche Ebene, sprich Saftwaage, das heißt, der zukünftige Wuchs in diesem kommenden Jahr wird dann gleichmäßig verteilt. Dann kann man noch, was nach innen ein bisschen wegwächst, leicht rausnehmen, dass die sich gar nicht kräftigen in dem Fall. Und dann ist es eigentlich hiermit schon erledigt. Das ist diese ersten Jahre, die Wuchsschnitte sind relativ schnell erledigt bei so kleinen Bäumen. Genau, hier sind wir beim Schnitt, heutiger Schnitt. Apfelbaum, immer zumindest beziehungsweise auf der Streuobstwiese, die wir haben als Olle-Grobst-Manufaktur. So ca. 180 Bäume, mittelgroß bis auch etwas kleinere noch. Das ist jetzt auch hier ein Apfelbaum, der wie gesagt auch so grob 18 Jahre alt ist. Was halt natürliche Pflanzenschutzmaßnahmen, sage ich mal, so sind, wäre dann immer jedes oder zumindest zu regelmäßigen Abständen, sage ich mal, immer den Schnitt der Bäume einfach, um die vital zu halten. Alle Triebe, die nach innen wachsen, sollte man wegnehmen. Das ist so eine grobe Regel. Dann kann man hier schauen, dass zum Beispiel die äußeren Leitäste, die sozusagen hier rausgehen, dass die letztendlich ringsum um den Baum auf einer Ebene sind. Kann man noch ein bisschen das, was sich überlappt, wegnehmen. Und dadurch halt beschattet und dann sozusagen die Luft sozusagen nicht gut anlässt. Das heißt halt, wenn es dicht ist und nicht beschattet wird, damit das Obst die Qualität besser wird und der Baum besser durchlüftet ist. Zumindest bei den größeren, sagen wir diesen Streuobstbäumen oder den größeren Bäumen, ist es ja so, dass die letztendlich so geschnitten werden sollen, dass es über mehrere Jahre gedacht ist. Sprich, wenn ich jetzt was habe, dass ich dieses Jahr nicht komplett kahl mache und sage, das wäre jetzt Optimum, sondern sage, okay, ich habe was sich dann in den nächsten Jahren vielleicht nochmal so oder so entwickelt und dann, wie gesagt, stärkerer Triebwert später dann nochmal. Deswegen gestaltet man diese Bäume, sag ich mal so, über mehrere Jahre.